Hallo Thomas, jetzt 10 Tage USA-Reise. Wir waren zuerst im Silicon Valley und was war da richtig toll für uns? Also ich glaube, was uns alle beeindruckt hat, Universitätsleute, Leute aus der Wirtschaft und auch uns jetzt aus der Verwaltung, ist, dass es so anders aufgebaut ist. Innovation steht vorne, Lösungsorientierung steht vorne. Ganz viel gelernt über, dass wir anfangen müssen, die Bedürfnisse der Kunden oder der Menschen erstmal zu durchdenken und danach Lösungen zu bauen. Dass man die Märkte verstehen muss, in denen man operiert. Und dass Wissenschaft und Firmen zusammenarbeiten, um Lösungen zu bringen. Das war der spannende Teil, der uns auch sehr bewegt hat. Weil der Eindruck schon ist, dass es bei uns einfach anders organisiert ist. Wir sind Ingenieure, wir bauen die Dinge erstmal, manchmal denken wir sehr linear. Und dass man das ändern muss, das war beeindruckend. Schön auch zu sehen, dass beispielsweise SAP, deutsche Firma, die aus so einer Tradition kommt, das jetzt geschafft haben, mit einer Präsenz in Silicon Valley. Und was viele Leute auf der Delegation gesagt haben, und ich glaube, was auch richtig ist, dass wir brauchen jetzt eine Netzwerkstruktur, die uns mit dem Denken dort vernetzt, damit wir Zugang haben zu Expertise, Ideen, Lösungen, die es da gibt. Was ich spannend finde, ist die Idee, ein Büro zu eröffnen. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die interessiert werden, sich die Kosten zu teilen dafür. Und das wäre, glaube ich, ziemlich super, einen weiteren Zugang zu haben. Nicht zu vergessen, Kiel und San Francisco bereiten eine Städtepartnerschaft vor. Das ist natürlich ein Rahmen und auch nochmal ein Anlass, diese Netzwerke weiter aufzubauen. Du nimmst mir ja meine ganzen Fragen weg. Ich fand SAP auch fantastisch, eine der besten Präsentationen. Was war noch so ein Highlight für dich? Du warst auch bei Apple, mit mir. Ja, bei Apple war spannend, wir reden ja viel über E-Learning und die Frage, wie wir digitale Instrumente in der Schule einsetzen. Und bei Apple hat man gesehen, dass Apple extrem viel da rein investiert hat, eine komplette Lösung anzubieten. Es gibt frei und umsonst bei Apple ganz viele sehr tolle Lernprogramme. Man muss sich aber dafür entscheiden, die Infrastruktur und die Technik von Apple anzubieten. Und die Frage, wie ist das übertragbar auf uns, können wir andere offene Strukturen nutzen, ist etwas, das wir ein bisschen überprüfen müssen. Aber es gibt keine Entschuldigung mehr zu sagen, dass man nicht digital im Unterricht unterrichten kann, weil es ist alles da. Wir sind ja nicht blauäugig hier. Es wurde jeden Abend an der Bar oder im Hotel diskutiert. Wir haben ja nicht den Geist mitgenommen, Silicon Valley ist das Nonplusultra. Was sind denn die kritischen Töne? Ja. Also ich glaube, es sind drei Ebenen. Das erste Mal, was uns alle überrascht hat, wie schlecht die Infrastruktur ist. Straßen sind schlecht, es gibt kein Glasfaser. Das heißt, da sind wir tatsächlich weiter als Silicon Valley. Silicon Valley hat es in einigen Teilen, aber Silicon Valley und San Francisco, also das, was da passiert. Was uns vielleicht auch sagt, dass es manchmal auch man schon Dinge anfangen kann, ohne dass man die Infrastruktur zuerst gebaut hat. Der zweite Teil ist, dass es eine gespaltene Gesellschaft ist. Sehr viele Leute, die sehr viel Geld verdient haben, aber sehr viele Leute, die in prekären Jobs sind, entweder weil sie nur noch Dienstleistungen machen, Hausmeister, Fahrer, Leute, die sich um alles diese Dinge kümmern. Aber ich glaube auch, dass eine ganze Menge Leute, die da hinkommen, um da ihr Glück zu machen, eher in ziemlich ausbeuterischen Jobs sitzen. Und das Dritte, das war spannender, viel Marketing, viel Markt machen, viel Produkte auch für einen Markt organisieren. Aber die Engineering- und Technologiequalität dahinter war eigentlich nichts Besonderes. Also gerade unsere Technologieleute, die mit waren, auch bei Tesla, haben gesagt, naja, also Produktionsprozesse ist nicht effizient. Es ist einfach sehr viel, sehr schnell gemacht. So, und jetzt muss man gucken, was dazwischen liegt. Klar ist, nur gutes Engineering reicht nicht. Man muss die Märkte auch bauen, die möglich sind mit dieser Technologie. Aber ich glaube, was vollkommen falsch wäre, wäre zu sagen, dass wir jetzt unsere Ingenieurskunst nicht mehr brauchen, das langfristige, nachhaltige Denken und jetzt einfach nur nachmacht und Märkte baut, sondern schon unsere Stärken ausspielt. Wir sind danach hier nach Washington gekommen. Also für mich war das irgendwie eine zweite Welt. Kein Netzwerk mehr, sondern Kompromiss ist ein Schimpfwort. Ja. Fand ich bei der Heinrich-Böll-Stiftung sehr interessant. Was war dein Eindruck von Washington? Ja. Also im Vergleich ist es ja ähnlich wie bei uns, sozusagen Politik und Rahmenbedingungen sind einfach anders.
Man muss, es ist eben nicht einfach nur eine klare, saubere technische Lösung. Die Illusion, dass Technik alles löst, die im Silicon Valley herrscht, in der Realität von Politik ist die eben nicht so. Man muss verhandeln und Kompromisse schließen. Und in der Tat schon auch die Wahrnehmung, dass das in Amerika schon gerade nicht so gut läuft, wie der politische Dialog sich organisiert. Was ich aber spannend fand, ist, dass trotzdem es in Washington sehr viele Leute gibt, die diese ganzen Fragen von Politik und Rahmenbedingungen um das Internet sehr klug durchdenken. Auch gar nicht so, wie wir das unbedingt wahrnehmen. Also wir haben ja so eine Diskussion, es gibt gar keinen, niemanden, der sich für Datenschutz oder Privacy und solche Themen einsetzt. Und wenn man mal die NGOs sich anguckt und auch das, was uns die Policymaker erzählen, dann ist das schon ein Thema. Es entwickelt sich anders, hat eine andere Geschichte. Aber ich glaube, da kann man schon erwarten, dass sich da ein bisschen was verändert, ohne dass das heißt, dass es unsere Standards sein werden. Ich glaube, da muss man immer vorsichtig sein. Aber noch spannender ist, dass es ja auch ganz viele andere Politikfelder gibt. Also beispielsweise, ich habe gelernt, wir müssen jetzt anfangen, Drohnen zu registrieren. Weil Drohnen werden jetzt durch die Welt fliegen und ich muss da garantieren können, dass ich weiß, wer welche Drohne steuert. Wir müssen Roboter registrieren. Und es gibt tatsächlich in Washington Leute, die über alle diese Felder schon nachdenken. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Also das ist schon klar, da verändert sich jetzt ganz viel in der Welt. Politik und Verwaltung muss dafür die Rahmenbedingungen setzen. Und wir müssen über mehr Dinge nachdenken als ein Internet bauen, Breitband und Datenschutz und noch ganz viele andere Regeln. Du hast bei der Weltbank Landesentwicklungsstrategie. Die Landesentwicklungsstrategie. Der ganz große Rahmen. Der ganz große Rahmen. Und das ist ja einzigartig für Deutschland, also jetzt von den Bundesländern her. Hat mich auch sehr beeindruckt, was ihr da gemacht habt. Nochmal so als zum Abschluss nochmal ein paar Sätze. Wir hatten uns darüber auch unterhalten gestern Abend. Was ist das Besondere an dieser Landesentwicklungsstrategie? Es gibt zwei Dinge, glaube ich, die besonders sind. Das fand ich auch spannend in der Diskussion mit der Weltbank, dass die nochmal so rausgekommen sind. Das erste ist in der Tat, haben einen ganz holistischen Blick darauf. Wir gucken uns alles an, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Wir haben gesagt, welche Trends werden das Land bewegen in den nächsten 11 Jahren. Und das reicht von Digitalisierung zu Energiewende, zu Wertewandel in der Gesellschaft. Und versuchen in der Strategie zu definieren, wie und wo müssen wir darauf reagieren. Das war ja auch das Feedback bei der Weltbank, dass es wichtig ist, dass man nicht nur sich einzelne Sektoren rausnimmt, also wie die Weltbank oft einfach nur Wirtschaftsentwicklung, sondern das Ganzheitliche angeht. Und der zweite Teil ist, wir haben ja sehr viel Zeit da rein investiert, über diese Strategie vorher zu reden. Bürgerdialoge, Regionaldialoge. Ich habe diesen Sommer in über 40 verschiedenen Formaten mit über 700 Leuten gesprochen und Feedback mir eingeholt über die Strategie. Das heißt, wir können uns relativ sicher sein, dass das, was wir jetzt haben, auch Konsens ist. Und das ist ein echter Wert. Und das Interessante ist, dass wir in Schleswig-Holstein in der Situation sind, dass wir ganz viele dieser Trends jetzt nutzen können, anders als vielleicht sogar ein anderes Bundesland. Es gibt einen Konsens, dass wir die Energiewende wollen und dass wir mit Windkraft weitermachen und jetzt uns über Speichertechnologien diese Dinge Gedanken machen. Wir haben keine großen Unternehmen, die uns zurückhalten, weil wir auf ihre Interessen Rücksicht nehmen. Keine Autofirmen, die bei uns produzieren. Schon ein paar Zulieferer. Aber das heißt, wir können uns viel freier mit so einem Thema wie die Mobilität beschäftigen. Wir wollen, dass Mobilität eine Dienstleistung wird, die sich auch vom Auto entkoppelt. Und wenn man sich das mal alles anguckt, dann muss man sagen, wir haben eine Menge Chancen, sehr viele Chancen. Wenn wir da jetzt ordentlich rein investieren. Und ein schöner Begriff, den es hier auch oft gefallen ist, ist das Leapfrogging. Wie ein Frosch hüpfen. Wir sind jetzt an einer Stelle, wo wir nicht die Fehler der anderen machen müssen, sondern wir können daraus lernen und jetzt schon in die nächste Stufe springen. Also beispielsweise vernetzte Mobilität, neue Digitalisierungsmodelle. Ja, dann sage ich nur mal einmal Dankeschön. Waren super schöne 10 Tage. Was ich mitgenommen habe, erzähle ich an anderer Stelle. Und vielen Dank. Ich finde, dass wenn wir die digitale Agenda jetzt vorbei haben, also wir müssen sie jetzt fertigstellen, wir werden dann eine Beta-Version oder einen Draft davon machen, wie wir es so nennen, dann gibt es viel zu diskutieren. Ich freue mich, dass wir jetzt einen sehr großen Kreis von Leuten haben, die jetzt schon dabei sind, die uns aus allen Richtungen beraten können. Das müssen wir weitermachen und ein bisschen mehr organisieren. Wer auch immer das sieht gerade, bitte mitmachen. Da brauchen wir Kommentare für. Und dann gibt es auch einen MOOC, der erklärt, wie digitale Agenda geht.
Das hat er jetzt in die Kamera gesagt. Ne? Das nehmen wir jetzt mit. Schönen Dank. Alles klar. Danke euch.